nicht dem Ohr. Ich könnte dem Modell. Nicht dem meinen. Er hat vorerst genug. Oh, schade. Ich hätte ihm gerne meine Sachen angezogen. Ich den beim Spiel. Hallo, schöner Mann. Kommst du öfter her? Kann ich noch was? Ich kann hier noch was. Kann ich hier noch tun? Nur das Ohr begutachten. Was soll ich machen? Mir Luft abfüllen? Vielleicht. Okay, füll dir halt keine Luft ab. Geh weg. Geh weg. Okay. Wir wollen nach da oben. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, ja, hier ist Offenbart. Was? Nein, 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 ist es möglich? Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Ich... Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbock. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber... Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Ja, ich wäre das auch. Hoch! Na, das ging aber schnell. Oppenbott, was ist hier los? Das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Ah, jetzt habe ich sie umgetauscht wieder. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Oh, Herr Gott. So, ich möchte mich wieder keine umziehen. Keine Zeit. Jetzt. Okay, dann ziehen wir uns eben nicht um. Dann gehen wir runter. In mein Zimmer. Hey, Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch, Fluppi Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell, was? Tja, ulkige Geschichte. Also das ist doch... Ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oso? Naja, wir dachten... Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst, es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Er ist, wo ist er hin? Weg. Vorwärts, aber Dalli! Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Ich... Oh-oh. Ah, Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh. Und wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Gol. Weg hier. Holzalagagu! Hey, halt! Stehen geblieben! Das wird jetzt so eine Scooby-Doo-Nummer. Ja... Wir müssen Cletus loswerden. Ist in Arbeit. Holzadagagu! Nicht doch. Das ist eine Verwechslung. Okay, aber ich kann nichts tun. Cool. Was machst du denn hier? Oh oh. Okay. Hey, komm zurück. Oh,
Das war schmerzhaft. Warum wusste ich, dass er diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. Okay. Ah, ich verstehe. Nicht zum Pastor-Automat gehen. Da kommt sie. Lass das, ich bin nicht Cletus. Jetzt hüpfst du mir wieder hinterher. Ah, okay. Okay. Der andere Idiot. Geh ich in Cletus Zimmer mal. Oh oh. Geht runter. Fräulein Goal! Achten Sie! Er geht jetzt auch runter. Ich bin jetzt hier. Dann gehe ich mal zum Seher rein. Das ist doch. Du wagst es, meine Kleidung zu stehlen? Na, warte! Nein, stopp! Ich. Hilfe! Hey! Bin ich auch warte! Sind wir alle da unten? Sofort zurück, du Memme! Hüpft sie da jetzt hinterher? Ja, hüpft sie. Stopp! Okay, er läuft auch wieder runter. Dann laufe ich jetzt in den Schrank. Genau. Aber jetzt kommt ja Ding in 2. Genau. Hab ich dich! Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Hm? Hey, warte! Aber er... Jetzt alle unten. Ja, irgendwie sind jetzt alle unten. Okay, ich gehe da rein. Oh, jetzt geht er auch, geht sie auch in den Schrank. Aber meine Dame. Rumpel, rumpel. Da sind sie ja endlich. Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, du musst die falsche Tür erwischt haben. Ah, recht so. Dann steht unsere Abreise ja nichts mehr im Wege. Abreise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Hm? Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Tarnung auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut. Wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Gesprochen. Oh Herr Gott, wohlan, das wird guter nicht. Mann. Dann lasset uns zurück zu ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Oh Herr Gott, das kann nur schief gehen. Das macht er gar nicht so schlecht. Oh doch, macht er. Meine Güte. Akt 2. Der Held zieht los, doch ehe er Akt friedlos zwei? Durch feindes Gebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos. Das klingt ja fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Stimmt, das ist auch schon sehr glatzig geworden. Blank poliert und als Cletus kostümiert. Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bozo und Doc angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht ja will, der hat schon. Wer bremst, der verliert. Ja. Der Seher ist nicht mehr da. Wir sind jetzt ohne Doc und ohne Bozo. Chris Angel, na was geht so? Wie war der Film? Traurige Information. Mittwochs wollte ich ja ins Kino. Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich Wartet bin Doc. Moment. Ich weiß alles besser und habe keine Beine. Er hatte Beine. Oh, schaut mich an. Ich bin Bozo. Die hat man nie gesehen. Ich habe Haare wie ein indianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Hm.
Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt. Nicht gut. Rufus. Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Was denn, Herr Rufus? Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja, was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Nein, wichtig. Es dauert nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das, oh. Das Bett? Wie in... Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, also wir... Also wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn? Was denn sonst? Schlafen. So, Chris Angel, zu deiner Frage mit dem Kino. Wir haben ja jetzt wieder die Indizierzahlen? Nee, wie heißen sie? Inzidenzen. Inzidenzzahlen, genau. Inzidenzzahlen, die jetzt leider wieder über 50 gehen. Dementsprechend haben wir hier in Bayern 4G. Nee, 3G. Lesen, geimpft oder geprüft. Getestet. Ja, getestet. Und ja, am Mittwoch wollten wir ins Kino. Wir hatten die Karten schon. Bei mir war das ja kein Problem, aber der Kollege, mit dem ich zusammen wollte, dessen geimpft zählt erst nächste Woche. Und zwar Freitag. Dumm gelaufen. Ja, dementsprechend standen wir da und es war abends und ich sagte, gehen wir jetzt ins Kino. Wir waren vor dem Kino und ich wollte rein und an der Kinokasse wurde natürlich geprüft. Und ich hatte keine Probleme und mein Kollege sagte, ja, dann haben wir ein Problem. Nicht so, wieso? Hast du dich nicht prüfen lassen? Nö. Dementsprechend hat uns das liebe Kino einen Gutschein ausgestellt, die Karten storniert. Es hätte schlimmer laufen können, also zumindest habe ich den Wert zurück. Und wir sind nicht in den Film. Was mich ja, echt ärgert. Ja, im schlimmsten Fall hätten sie es dir nicht erstattet. Das ist richtig. Was ich definitiv dann gemacht hätte, wäre eine Karte nicht zurückerstatten bekommen, mir das Geld von besagtem Kollegen geben lassen und wäre selbst alleine in den Film. Aber so habe ich den Gutschein bekommen, ich kann halt nicht sagen. Das ist echt schade. Aber deinen Kollegen hätte ich erwürgt. Das Problem ist, wenn ich meine Familie erwürge, dann erwürgt mich meine Familie. Also, ich wollte ja mit einem Familienmitglied. Manchmal muss man ein Risiko eingehen. Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass ich vielleicht bei ihm auf dem Erbzettel stehe, dann hätte ich das getan. Aber ansonsten... Familie wächst nach. Nee, nicht immer. Zu Argus, dem Tyrannen, schlich Rufus, dem Brieföffner im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Brieföffner, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Das Postgeheimnis des Tyrannen verletzen. Du Schuft, du. Das werden wir verpetzen. Ein schönes Gedicht. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Das ist geklaut, ne? Das ist Schiller. Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post? Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, so es gestört, ist geklaut, dass ich das aber finde. Ist ja nicht schlimm. Ab und zu Schubladenknopf. Welcher Knopf? Schubladenknopf? Da sind Schuhe. So ist es also wahr, was man über Leute sagt, die Plateausohlen tragen. Sie haben einen furchtbaren Schuhgeschmack. Ja, auf der einen Seite echt ärgerlich. Ja, das ist richtig. Und was ist auf der anderen Seite? Was willst du mir sagen mit... Da stehst du. Glück im Unglück. Ja. Hätte definitiv schlimmer sein können. Immer noch. Knopf. Ich drücke mal auf den Knopf. Mal gucken, was da passiert. Zu Ihren Diensten? Was? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten
beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Warum habe ich Angst, dass ich die anderen wieder sehe? Weil er Rebellen sagt. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Aber ich sag mal so, wenn der Kollege zumindest einmal geimpft ist, hätte die ja auch ein Auge zudrücken können. Die Leute kennen dich ja bestimmt schon länger. Die im Kino? Wieso sollten die Außerdem Leute im dürfen Kino? Die überhaupt kein Auge zudrücken. Nee, ich will da nochmal drücken. Sonst steht denen direkt das Gesundheitsamt vor der Tür. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Hm. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Hm. Aha. Dann bleibe ich, wohl mal lieber in der Kabine, was? Okay, also ich muss irgendwie dafür sorgen, dass er die Kabine durchsucht wahrscheinlich. Was habe ich denn noch? Ich habe noch hier einen Schrank. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, das ist ein Schrank. Trage ich heute mal. Ich auch. Ich dachte, das ist andere ist der Ausgang. Also wirklich? Ja. Für jemanden, der immer denselben Anzug trägt, ist dieser riesige Schrank reichlich übertrieben. Da könnten ja glatt 3 Zwerge Handstand drin machen, was etwa 1,8 Menschen wären. Also 1,2 Bosos. Oh Herrgott. Ich kann es nur aufmachen und wieder zumachen. Okay. Ja, also okay. Könnten ja das etwa also 1,2. Okay. Lass das mal offen. Was ist das? Was da drin? Ich wette, diese Zahlen werden uns noch wichtig werden. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Es gibt einen Kaffeeautomaten und ich habe Schuhe. Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Ich habe einen Kaffee. Was möchte ich denn noch? Kaffeeautomat oder Kaffeeautomat? Noch irgendwas. Klimaschacht. Der Schacht führt richtig tief rein ins Kreuzerinnere. Wohin genau? Lässt sich von hier aus schwer sagen. Nee, zugeschraubt. Dafür könnte ich die Ding nehmen. Ich könnte auch mal das Bett klicken. Mal gucken, was passiert, wenn ich aufs Bett klicke. Ah ja. Oh Junge, das wird der Hammer. Ah, ich könnte jetzt zu Bett. Ich könnte zu Bett gehen. Aber eigentlich will ich noch nicht zu Bett gehen. Ich könnte ja mal. Kann ich den Kaffee in die Schuhe schicken? Was? Jetzt sind es. Mokassins. Okay. Ich habe jetzt. Kann ich die jetzt anziehen? So ist es also wahr, was man über Leute sagt. Sie haben. Kann ich die jetzt wieder in meinen Schrank stecken? Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und, nö, sonst nichts. Ja, okay, dann klick nochmal drauf, die Schublade. Packe ich die Schuhe wieder in die Schublade, kann ich das? So, dieses Zimmer ist... Ich behalte meine Sachen lieber bei mir. Auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Ja, also ich kenne einige von denen, aber, nochmal bitte, was wolltest du, Lisa?
Das Zimmer ist deutlich geräumiger aufgrund von diesem ausklappbaren Brett als manche Hotelzimmer. Das ist richtig. Na, das könnte funktionieren. Oh. Hey, jetzt habe ich einen offenen Klimaschacht. Das ist aber nicht gut. Der Schacht führt richtig tief rein ins Wohin genau. Oh, oh. Aua! Ende der Fahnenstange. Wow, was ist das alles für Zeug? Mhm. Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Oh, Herrgott. Das ist keine gute Idee gewesen, da reinzugehen. Ich soll was öffnen? Wow, was ist das alles für Zeug? Ihr macht das jetzt bei allem? Wow, was... Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Kann ich da meine dreckigen Schuhe draufschmeißen jetzt? Von hier oben wird das nichts.